Müller? Jäger? Ja. Ja. Was macht ihr denn hier? Das gleiche wollte ich Ihnen auch, Sie auch gerade fragen. Ich Bist du auch noch auch. da? Ja. Oh, das reicht jetzt nur ein Traum. Glaube ich nicht. Der Vertrag ist unterschrieben. Nein, doch nicht. Echt? Ich glaube, Ja, ich habe irgendwas das war bei mir in der unterschrieben in der Fanta Tasche. drin, ey. Uff. Ich bin irgendwie voll eingepennt. Ich auch. Und dann irgendwie da hinten, und wo wir gestern hier standen und ich bin da hinten wach geworden. Was ist das für ein Scheiß? Machen Sie mal eine Untersuchung bei dem Laden da. Vielleicht haben die irgendwas reingemischt in die Getränke. Ja, wenn ich dann Oha, alles einmischen an oha. Getränken, Soll ich mal sind klopfen? bestimmte Personen. Hä? Ach so, Nö, nö. naja, da gibt es ja Leute mit Vorerfahrung, ne? Was? Was? Da gibt es ja Leute mit Vorerfahrung. Was soll das denn heißen? Nix, nix. Keine Ahnung. So, ich müsste aber ein bisschen was arbeiten. Ich auch. Müller, Dann auf geht's. ab geht's. Herr Jäger, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Und viel Glück mit Ihrer Genossenschaft. Danke. Zum Glück hat er nicht geschaut, ey. Ja, wenn nicht, kannst du jetzt dich auch noch mit nach hinten. Nee, nee, danke. Oh, hallo. Null. Nee, nee, ich bleibe lieber hier vorne. Also. Ich bin immer noch müde. Ich bringe jetzt die Paletten, die Leerpaletten zum Metzger. Wo ist denn mein Hänger eigentlich, Müller? Och nee. Hat er jetzt auf dich. Nein. Hat er jetzt extra gewartet? Sind wir uns alle einig, wenn ich einfach weiterfahre? Nein. Doch, fahr weiter, fahr weiter! Oh, da unten. Herr Müller, einmal aussteigen. Das ist nicht der hier, Mann. Sag mal, waren Sie nicht in der Fahrschule? Ich hab geblinkt. Sie haben nicht geblinkt, ich stand hinter Ihnen, Sie haben nicht geblinkt. Das zählt nicht. Sehen Sie dieses kleine Licht? Das ist nicht sehr besonders groß. Das Ja, kann aber man doch schauen schnell Sie mal. übersehen. Genauso. Da Darum hinten hat er haben Sie mich auch auch. einen Blinker und der liebt mich. Darum hat er mich auch beim letzten Mal angehalten. Die Safttüte. Das ist doch Herr Volker! Alter. Ja, tut mir leid, das macht einmal 400. Das macht einmal 400. Das tut mir ja Hab jetzt grad leid, mein Geld. aber. Bezahl mal bitte. Ich habe kein Geld, stehe immer noch im Minus, dadurch, dass der scheiß Ruder noch läuft. Hey Jäger, tut mir leid. Ich wollte einfach mal Probe sitzen. Kein Problem. Ich Sitzt hab sich da ja ziemlich gut da drin. Verständnis. 400. Habe ich die gar nicht gerade zusammengekratzt? Ja. Bitte schön. Dankeschön. Alle Mann einsteigen, es geht weiter. Aber diesmal weiter blinkt, ja? Ja. Machen Blinker am besten gar nicht mehr aus. Ist er. Warte, Warnblinker an, jetzt kann er mir gar nicht mehr. Doch, weil damit darfst du eigentlich nicht fahren. Wieso? Jetzt kann ich in beide Richtungen. Nur Gefahrenabwehr. Hat er sich aber schnelles Geld verdient. Deshalb sitzt man da hinten auch nicht. Voll gegen Stefan seine Birne geballert. Meine ist aber nicht, eigentlich gar nicht so hart. Ja, anscheinend ja doch. Linken. Gut, also bis Ja. denn.
Ist deine. Wo ist denn mein Anhänger, Müller? Ist es okay, wenn ich damit noch schnell fertig verkaufen fahre? Ja, schon, aber. Meinen Hänger. Oder so. Aber bitte, Volker, verkauf bitte nicht alle Paletten. Es kann sein, dass ich mir entweder diese Woche oder nächste Woche nochmal in der Produktion kaufe. Ja, bis dahin habe ich schon wieder was produziert. Die kommen jetzt in Metzger rein, der braucht unbedingt welche. Jo. Und bis dann mal. Tschö. So, also Antrag auf die Agrargenossenschaft haben wir nun endlich gestellt. Jetzt ist nur die Frage, wo die eine Palette hin ist. Ob ich die tatsächlich irgendwo verloren habe. Ups, Polizei. Lieber mal blinken. Was ist denn hier los, ey? Halligalli. Die Frage ist nur, wo habe ich die Leerpalette verloren? Wahrscheinlich habe ich die direkt im Wald verloren. Also vermute ich jetzt mal. Und falls ich die Palette finde, ist die Frage. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Der andere da fährt auch hinter mir her, der andere BMW, Mercedes. Alter. So, ich hoffe mal, wie gesagt, dass ich die Paletten abladen kann. Was sehen meine Äuglein da? Da steht ein Telelader. Also falls ich die Paletten nicht abladen kann, dann werde ich mir den Telelader mal ausleihen. Oh, jetzt habe ich nicht geblinkt. Aber da war zum Glück keine Polizei. Wie ist denn das hier? Warum verfolgt er mich? Ja. Du, was haben mir meine Ohren bestimmt mitbekommen? Bestimmt mitbekommen, was? Der Herr Jäger hatte gesagt, dass er es angenommen hat, dass Genossenschaft existiert. Nö, hat sie nicht. Woran doch, macht hat er mir gerade eben gesagt. Ja, was ein Gelder. Wegen was denn? Die ist ja gestern Abend haben wir die Papiere unterzeichnet. Ja, das ist ja das Problem. Er darf das halt nicht. Der hat mir geschrieben, dass er das darf. Nee, darf er ja nicht. Das ist das Problem. Also, ihr wollt mir jetzt schon wieder vorwerfen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, indem nein, die Polizei ich aber... Ich will nur sagen, ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass er das nochmal zurückziehen soll. Dadurch, dass dieser Fehler unterlaufen ist, anscheinend wurden die ja schon unterschrieben. Polizist soll mir die
den Antrag auch nochmal weiterleiten. Beziehungsweise kopieren. Hier geben. Dadurch, dass dieser Fehler entstanden ist, gilt das ab nächster Woche. Aber diese Woche halt nicht. Also noch nicht. Ab nächster Woche. Es ist mir sowas von scheißegal. Weißt du warum? Dann zahle ich halt 2000 Euro weniger Gehalt an die anderen. Für mich ist das sowas von wurscht. Alles gut. Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, alles gut. Bis nächste Woche. Ja. Oh Gott. Was ein Geschieß, ey. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den ganzen Scheiß gar nicht gemacht. Aber ja, so ist es halt mit der Bürokratie, ne? Ah, interessant. Sehr schön. Toll. Und das ist auch so eine Sache, die mich nervt, ey. Ja, ich brauche eigentlich unbedingt hier noch irgendein Fahrzeug, das Paletten verladen kann. Also irgendwas muss ich hier noch herstellen. Jetzt geht die nicht rein, weil die auf dem Kopf liegt, oder was? Vor allem ist es doch lächerlich. Volker Varona, hallo. Stefan Müller hier. Ja. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich bin hier gerade mit am Wegfahren und sehe hier gerade, hier steht eine Palette mit Holzkohle. Wo? An der Seite der Straße bei der Feld-ID 60. Keine Ahnung, ich habe 21 Paletten an die Gemeinde verkauft. Wenn die welche verlieren, haben sie Pech gehabt. Ja, es könnte sein, dass du irgendwie welche zum Verkauf gebracht hast und verloren hast. Nee, ich nicht. Das war die der Dings kannst du anrufen. Den Herrn Krüger. Okay. Jo, der hat die nämlich gefahren. Okay. Ja, dann ciao. Gut, tschö, danke. Wenn ihr wenn du eine Leerpalette findest, dann kannst du mich anrufen. Okay. Gut, ciao. Ciao. Oh Gott, Knoten in der Zunge gehabt. Ach, wie soll ich denn die Palette jetzt umgedreht bekommen, ey? Was soll denn das? So geht es also. Gut. Damit hätten wir die Leerpaletten erstmal drin. Das heißt, Metzger produziert wieder. Ups. Wir können uns... Ich könnte mal gucken, was der Metzger gerade produziert hat.
Guck mal gerade mal ins Tablet rein. Metzger. Jeweils 4 Paletten. Oha. Preise über 600. 660 für Steak. 620 für Würstchen. Macht 2400 pro Palette. Und wir haben 8 Paletten. 2, 4 mal 8. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das Geld gekriegt habe. Nee, habe ich nicht. 2, 4 mal 8 sind 16, 19.000, knapp 20.000 würde das machen. Okay, okay, okay. Ja, gut erstmal, gut zu wissen. Gut, ja. Mohn steigt auch gerade. 630. Das ist schon mal interessant. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.